Für günstige FIFA-Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA-Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einer Würfel-Footdraft-Challenge, Leute. Zwei Prime-Icon-Moments-Karten waren am Start. Generell wahrscheinlich mein bester Würfel-Footdraft-Sturm. Absolut schmackhaft gewesen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, wenn ihr weiterhin Würfeldraft sehen wollt. Schreibt mal in die Kommentare, Leute. Welche Zahl würdet ihr würfeln? Wenn ihr jetzt einen Würfel hättet und würfeln dürftet, was würdet ihr würfeln? Schreibt es mal rein. Eine 1, eine 6, eine 3, wer weiß. Ab in die Kommentare, Leute. Wie gesagt, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen, falls ihr noch nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. Oh, wenn ihr mal die 433 falsche 9 mit ZDM. Ab geht's. Lewandowski, Modric, Insigne, Hazard und Dybala. Out. Dann würde ich sagen, wird direkt der Würfel ausgepackt beim Captain. Neues Bett ist da, altes Bett ist nicht mehr da. Let's go. Come on, direkt mal eine 6 oder eine 2. Dybala. Boah. Geht klar, Mann. Paulo Dybala ist in Ordnung, Mann. Ohne Scheiß. Bin ich mir zufrieden. Nehmen wir mit den guten Paulo Dybala. Sehr nice. Als ich weiß gar nicht, ist das die Upgraded-Version? 89 hat er ein Upgrade bekommen, war der vor auf 88? Nee, ne? Ich glaube, der war auf 89 immer. Na egal, nehmen wir mit. Cancelo jetzt Rechtsverteidiger, wäre perfekt. Come on. Krieg ich sonst immer? Jetzt natürlich nicht, danke. Man kennt es doch. Immer wenn man einen Eimer braucht, natürlich wieder nicht, ey. Danke dafür, bringen alle gar nichts. Nehmen wir mal Hector Bellerin mit, Leute. Wie man, ne, ihr wisst ja Bescheid, wer noch Bock hat, ne? Wie man noch gerne meinen Shop auschecken. Nice Designs in Rot, Blau, Orange und in Grün als T-Shirt, als Pullover erhältlich. Die schwarz auf schwarz, weiß auf weiß Designs natürlich auch neu im Shop. Und nice LED-Lampe gibt es auch noch. Handyhüllen und vieles mehr. Außerdem gibt es wie immer von mir eine gratis Autogrammkarte zur Bestellung dazu. Ja? Also gerne abchecken. Vielen Dank an jeden, der mich da mit einem Kauf unterstützt. Wir machen weiter mit der Linksverteidiger-Position. Könnte Marcelo Team of Dear werden. Ist Marcelo Team of Dear sehr geil. Ja, nehmen wir natürlich safe mit. Marcelo Team of Dear ist fresh. Okay, ZDM wird wahrscheinlich eh nicht fresh. Obwohl, sieht ganz gut aus von der Animation her. Na, ist aber nicht gut. Oh mein Gott. Obwohl Lucas Leiva geht. Der ist erstens Serie A, der ist zweitens Brasilianer. Von daher, naja, könnte einigermaßen in Ordnung sein. Zack, nehmen wir mal mit. Okay, komm. Vielleicht ein pinker Innenverteidiger. Pinker Animation, ihr wisst es ja, alle pinken Karten müssen wir würfeln. Ampadu, Digga. 96. Junge, der hat nochmal ein Upgrade bekommen. Das Tempo wurde nochmal geupgradet. Auf 96 ist der jetzt. Alter. Was hatte der vorher? 92 oder so? Alter, 96 Tempo, 95 Defending. Man muss nicht übertreiben mit dem Tempo. Ich weiß gar nicht, ist das der schnellste Innenverteidiger überhaupt mit 96? Aber einer der schnellsten. Das könnte sogar sein, dass das der schnellste. 96 hat, glaube ich, keiner, oder? Das ist ja mega krank. Okay, wir nehmen Hernandez mit. Passt immerhin. Na, wenn wir den hier rüberstellen, einigermaßen ins Team. Okay, ZM, der wird ganz gerne mal pink. Ah, der wird nicht pink. Danke dafür. Das ist eine Silberkarte, Alter. Munari, ey. Der Typ hat 33 Tempo, Alter. Scheiße, ey. Würz, Gewürz, Adam. Alter, warum sind die alle so langsam? Guck mal, der hat 33, der hat 40, der hat 45, der hat 48, der hat 56. Eieieiei. Der ist echt schnell unterwegs. Ja gut, nehmen wir mal den hier mit, der ist der Beste. Ah ne, der in der Mitte war der Beste. Der Schnellste war auch gleichzeitig der Beste. Der hatte nämlich 71, aber naja, ist egal, scheiß drauf. Der wird auch, glaube ich, broke. Itzo ist aber dafür eine Legende mit seinem Schnäuzer. Bringt uns aber gar nichts. Aber warte mal. Wohl Rugani würde halt... Ja, Dybala linken, Problem ist... Ja, können wir auch nicht so wirklich linken, aber Dings bringen uns halt auch nicht viel mehr. Itzo, von daher nehmen wir erstmal Rugani mit. Können wir langsam die nächste pinke Animation machen? Also was ist hier los, Mann? Wo sind die pinken Animationen? Das kann doch nicht wahr sein. Da müssen die gleich alle auf der Bank kommen. Jan Oblak, eigentlich perfekt, ne? Links, Hernandez, das ist in Ordnung. Nehmen wir mit. Zack, spielen wir das mal so. Also auf 49 Chemie. Ja, das gefällt mir, würde ich sagen. Das ist in Ordnung. Okay, vielleicht rechter Flügel pink. Na, wieder nicht pink, aber es wird wahrscheinlich ein Icon kommen. Jawohl, George Best. Junge, letzte Chance. Auf der letzten Position da doch noch eine Icon rausgeballert. Sehr, sehr nice. Aber wirklich sehr, 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 sehr nice. Ja, okay, das ist in Ordnung. Das geht klar. Wir nehmen Best mit. Und dann geht's... Ja, komm, Mittelstürmer. Ah, wird blau, nicht pink. Oh, Suarez 94, nicht schlecht.
Boah, kann man aber machen, Alter. Sehr geil. Wenn wir jetzt auf der linken Seite, ja, müssen wir schauen, denke, ob wir den irgendwie ein. Obwohl Dembélé gibt es ja als Inform, glaube ich. Das ist linker Flügel, glaube ich, der Inform, ne? Oder nicht der Inform, ne, der, der, wie heißt die Karte noch? Ah, Bruder, muss los. Headliner, genau, Headliner-Karte von Dembélé ist, meine ich, linker Flügel. Der wäre jetzt optimal. Wir müssen den Silberspieler austauschen. Wir haben eine pinke Animation bisher gehabt, das war der Captain. Was ist hier los, Mann? Aber da ist die zweite Icon, Del Piero, zwei Prime Icon Moments Karten und wir mussten nicht eine bislang auswählen durch die pinken Animationen. Das gefällt mir. Das heißt, wir konnten uns bislang keine Icon versauen, was auch ganz nice ist. Und Del Piero ist natürlich auch nice, der linkt nämlich hier alles. Sehr geil. Ja gut. Auf 78 Chemie, 89er Wertung, voll heftig, Mann. Was haben wir für einen heftigen Sturm? Das ist der beste Würfel-Footdraft-Sturm, den ich jemals hatte. Zwei Icons, Suarez ist auch noch da. Joa, gefällt mir. Gefällt mir, kann so weitergehen. Sterling. 91er. Ja, Suso, der bringt uns nix. Sané bringt uns ebenfalls nix. Bailey bringt uns ebenfalls nix. Nehmen wir Sterling mit, der uns eigentlich auch nix bringt, aber. Naja, nehmen wir erstmal mit. Hat 91. Sag mal, wo bleiben die Pinken? Also, es müssen noch mindestens drei Pink jetzt hier auf der Bank kommen. Ich fühle mich langsam verarscht hier. Da willst du alle Pinken würfeln und dann kommen keine Pinken, Alter. Okay, es müssen ja noch. Also, zwei müssen mindestens noch kommen. Eigentlich kommen noch drei. Aber naja, bislang irgendwie noch nicht so wirklich am Start. Na gut, nehmen wir Gareth Bale mit. Haben wir. Ja, kann auch nicht einbauen. Wir haben Best. Ich meine, wir haben. Die Flügel sind optimal besetzt, bringen uns gar nichts. Wir haben einfach einen Bale und einen Sterling auf der Bank, Mann. Was? Warte mal. Können den hier. Ja, immerhin. Bringen uns auch auf eine 90er Gesamtbewertung. Naja, besser als nichts. Erstmal dieser Silberspieler raus. Der war komplett lost. Da haben wir die nächste pinke Animation. Und das wird. Naja, dann kommt mal wieder eine Pinke und dann muss ich ehrlich gesagt sagen, ist eigentlich mehr oder weniger scheißegal jetzt. Nicht unbedingt ist es eine 3. Oh Mann, nee, ey, das gibt's doch nicht. Ey, da kriegen wir einmal einen Würfelspieler und dann würfeln wir direkt den schlechtesten. Und zwar eine 3, Mann, nee, mit 86. Da würfeln wir einmal, wir haben einmal jetzt den Spieler gewürfelt und das wird dann Mann, nee. Also, geil. Würfel einmal Spieler, kriegst du direkt den schlechtesten. Ja, danke dafür. Was will man mehr? Das ist doch nice, Mann. Dafür würfel ich doch hier. Dafür würfel ich doch die ganzen Sachen hier. Damit ich dann, wenn ich einmal würfel, direkt den schlechtesten würfel. Also, danke, Mann. Ja, der Schalko ist gar nicht so schlecht. Der könnte ja, uns auf ein bisschen mehr Chemie bringen. Hüsei ist ebenfalls italienische Serie, ja, italienische Liga. Aber Hüser und Vrejalko bringen uns beide genau gleich viel. Wir nehmen mal Vrejalko mit. Ich weiß nicht warum, aber wir jetzt einfach so mitgenommen. Bis 6 Chemie mehr, okay. Naja. Wird schwer, hier noch irgendwie auf 100 Chemie zu kommen, glaube ich, mehr oder weniger mittlerweile. Okay, eine Pinke müsste mindestens noch kommen. Wenn wir Glück haben, kommen noch zwei. Kloiwert. Boah. Boah, Sorrentino, absolute Legende. Der Typ ist schon richtig alt, Mann. Der ist 40 jetzt, ne, dieses Jahr. Oder? Wenn ich richtig rechne, aber wird der 40 jetzt. Ja, läuft bei dem Kollegen. Läuft absolut bei dem Kollegen. Ist ja schon 40, 28.3. Ey, er hat jetzt bald Geburtstag. Je nachdem, wann ihr das Video seht, vielleicht hat er schon. Nee, er müsste, denke ich mal noch. Ich weiß nicht, Mann. Grüße gehen raus auf jeden Fall an den Kollegen. Okay, come on, hau mal hier eine Pinke raus. Ey, das ist ganz weit von der Pinken weg. Meine Güte, Alter, Suso schon wieder. Aber nur als 85er Inform. Nehmen wir mit. Besser Spieler, Suso. Also eine Pinke muss noch kommen. Komm, wo bleiben die Pinken? Oh, Immobile. Ja, erstmal eine pinke Karte. Sieht auch nice aus. Oh, Immobile. Der würde natürlich Leiva schon mal gut linken, ne? Ja, wir nehmen Immobile so oder so mit, weil die anderen sind jetzt auch nicht besser, aber. Warum bringt das 5 Stimmen mit? Ah, der Piero linkt der auch noch. Stimmt. Stimmt, stimmt. Ja, aber. Wie viel Chemie hat der mehr gebracht? 5, ne? Na gut, lohnt sich schon mit 5 Stimmen mehr. Muss man ja sagen. Ah, Mist, ey. Na gut, wir haben noch 5 Spieler. Mal schauen. Ey, wo bleiben die Pinken, Alter? Oh, Scheiß, Alter. Das ist doch. Oh, Kanté, 96er. N'Golo Kanté. Nicht schlecht. Das bringt uns allerdings nichts. Wir haben nicht einen Premier League-Spieler. Wir haben nicht einen einzigen Premier League-Spieler. Den können wir komplett gar nicht einbauen. Rakitic wäre eigentlich gut, ne? Wir müssen eigentlich Rakitic mitnehmen. Weil Rakitic könnte uns auch volle Chemie bringen. Scheiße, Alter. Ich muss jetzt einen 96er Kanté liegen lassen. Ah, Mist, Alter. Wir müssen Rakitic mitbringen. Der bringt uns, glaube ich, auf. Ja, nicht volle, aber auf 96 ist immerhin in Ordnung. Oh, Kanté wäre so schmackhaft gewesen, Alter. 96er Team auf dir. Kanté! Da haben wir nochmal eine Pinke, komm. Ohne Scheiß, Alter. Jede pinke Karte, die ich hatte,
da war nichts Besonderes, ne? Also ohne Scheiß. Das Würfeln, wo würfel ich denn wieder hin, Alter? Wie kann man so ein Volldepp sein? Es wird eine 2. Oh mein Gott. Junge, das Bett ist 200 Meter groß. Ich würfel eine verdammte 2, ey. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Wer ist Perisic, Alter? Den haben wir eben schon mal zur Auswahl, aber eben nur als Special-Karte. Na gut. Vielleicht kriegen wir noch einen Pinkel. Komm. Ja, Bruder, jetzt läuft's aber richtig rund hier, Alter. Oh mein Gott, Alter, das sind wieder 5 Karten, die jetzt nicht so... Ja, Umtiti wäre gar nicht so schlecht. Umtiti wäre gut. Er würde uns, glaube ich, auf Chemie bringen. Komm. Umtiti wäre wichtig. Eine 2. Oh, Walker. Ey. Digga, ein Spieler weiter, wenn eine 3 gewesen wäre, Umtiti gewesen. Meine Güte. Jo, Umtiti. Ja, der hätte uns ehrlich... Ich glaube, auf 100 gebracht. Vor allem hätten wir der Rakete jetzt schon irgendwie linken können. Alter, scheiße. Wir haben einen Walker, der uns nichts bringt, ey. Oh Mann, Alter. Die pinken Karten waren aber alle broke, die wir gewürfelt haben, Alter. Ohne Scheiß. Meine Fresse, Alter. Da kriegst du hier 2 Icons. Ey, den besten Sturm überhaupt, den Würfeldraft. Und dann, ja, gut. Naja, was sollen wir machen? Haben wir noch einen neuen Danilo. Nimmt uns auch nichts. Ich glaube, wir kommen nicht mehr auf volle Chemie, Alter. Scheiße, Alter. Ich glaube, wir packen das nicht mehr. Steffen. Donnarumma haben wir noch. Ach, gut, Castells. Nehmen wir Donnarumma mit. Okay, das war's von unserem Würfeldraft, Leute. Naja, wenn ihr mal wieder in Zukunft öfters die Würfeldraft sehen wollt, kommen wir noch auf 100 Chemie, ich glaube nicht, dann lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Ich meine, schlecht ist unser Team jetzt nicht, aber die Karten, die pink waren, die wir würfeln mussten, waren jetzt halt alle nicht die allerschwersten und allerbesten. So, von daher hatten wir keine schwere Entscheidung zu treffen. Checkt auch gerne meinen Shop aus, ja, Leute. Ihr wisst Bescheid, nice Designs in Rot, Blau, Orange und in Grün als T-Shirt, als Pullover erhältlich. Die neuen Schwarz auf Schwarz und Weiß auf Weiß Designs gibt es auch noch als T-Shirt und als Pullover. Nice LED-Lampe gibt es auch noch zur Bestellung. Wenn ihr am Start habt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch noch euch holen hier. Ne, ihr wisst Bescheid. Und was noch? Handyhüllen gibt es auch noch und vieles mehr. Gratis Autogrammkarte gibt es auch noch dazu. Also gerne abchecken. Danke für euren Support. Wir sehen uns heute, morgen, wann auch immer wieder das Video schaut. Ich weiß ja nicht. Oder rein bis zum nächsten Mal und ciao.